Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Da haben die Piraten eine nette Idee für Garzweiler aus Veitzilla aufgenommen. Die Diskussion über ihren Antrag in ihrer Fraktionssitzung, so wie sie im Netz zu sehen ist, finde ich bezüglich des fachlichen Diskurses bemerkenswert. Wir Grüne gehen jetzt bereits die Zukunft des Rheinischen Reviers an, und dies nicht erst, nachdem die Folgekosten des Braunkohletagebaus ermittelt wurden, nicht erst, nachdem wir ein Braunkohleausstiegsgesetz verabschiedet haben und nicht erst, nachdem der Tagebau Garzweiler ausgekohlt ist. Und wir nehmen dabei das gesamte Rheinische Revier in den Blick, nicht nur einen kleinen Teil. Wir haben bereits mit unserem Koalitionspartner eine Vielzahl an Ideen und Projekten für die Zukunft angestoßen. Leider kann ich hier nicht auf alle Punkte Ihres Antrags eingehen, das haben die Vorredner schon hinreichend getan. Aber damit Sie sehen, wie gut wir bereits unterwegs sind, hier in Kürze das, was wir wollen und was wir bereits angestoßen haben. Industrie- und Gewerbeflächen stehen im großen Maße zur Verfügung. Da dürfen Sie nicht nur die einrechnen, die gerade entwickelt werden, sondern auch alle die, die RWE uns hinterlässt. Frau Kollegin, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Düngel zulassen? Also ich würde jetzt gerne durchgehen und dann kann er ja hinterher. Da dürfen Sie nicht nur die einrechnen, die gerade entwickelt werden, sondern auch alle die, die RWE uns hinterlässt. Das sind alle Betriebsflächen, insbesondere die der Kraftwerkstandorte Frimmersdorf und Niederaußen, die eigentlich in kurzer Zeit bereits zur Verfügung stehen und beplant werden könnten. Hätte RWE da Entgegenkommen gezeigt, hätte diese Landesregierung zur Planung bereits Mittel zur Verfügung gestellt. Industrie mit Zukunft könnte schnell entstehen, wenn RWE hier vorweggehen würde. Daneben ist noch der Standort Weißweiler in den Stolberg im Entstehen, erste Fördermittel auf dem Weg. Dann gibt es noch das Projekt der Klimahülle im Rhein-Erft-Kreis, eine innovative Idee mit Potenzial zur CO2-Einsparung. Ein Vorzeigeprojekt wird in Jülich an den Start gehen. Die Märscherhöhe wird in Kooperation mit der AfH Aachen, mit dem Forschungszentrum Jülich, mit den Kommunen Titz, Jülich und Niederzieh entwickelt zum Brain Energy Park Jülich. Mit dem nahegelegenen Gelände des Altstandortes der FH Aachen in Jülich kann dort in Symbiose ein Wohngebiet entstehen, wo mit neuester Gebäudetechnik, wissenschaftlicher Begleitung eine optimale Energiebilanz herauskommt. Und das sind nur einige unserer Projekte. Dies wird aktuell hauptsächlich durch die IRR in der Region begleitet. Minister Remmel sprach heute von einem Silicon Valley, was entsteht zwischen Aachen und Köln in der Mitte des Rheinischen Reviers. Hier kann auf gute Strukturen bereits gesetzt werden. Hier können bestehende Strukturen genutzt werden. Strom aus Sonne und Wind hat die größten Potenziale, die Energieeinsparungen nicht zu vergessen. Am Standort Jülich des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums wurden im letzten Monat ein Kraftwerk mit Sonnenenergie in Betrieb genommen. Sunlight, ein Vorzeigeprojekt weltweit. Nicht unerwähnt lassen möchte ich zur Freude meines Kollegen Priggens den Streetcooter, der in Aachen produziert wird. Jetzt hat er wohl nicht zugehört. Die Region ist die stärkste Wissenschaftsregion in Deutschland. Exzellenzuniversitäten in Köln und Aachen, Universitäten in Bonn und Düsseldorf, Fachhochschulen in Mönchengladbach, Aachen, Jülich, Siegburg und Köln, aber auch eine große Anzahl von Forschungsunternehmen und das Forschungszentrum Jülich prägen die Region. 50.000 Menschen arbeiten hier in zukunftsfähigen Bereichen. 800 neue Arbeitsplätze entstehen jährlich aus Ausgründungen in diesem Bereich. Sie rennen bei Grünen sicherlich offene Türen ein, wenn es heißt, den Verkehr in andere Bahnen zu leiten und innovative Projekte anzustoßen. Ein Ausbau des ÖPNV, verbunden mit einem Umdenken mit dem motorisierten Individualverkehr, ist erforderlich. Durch die Tagebaue ist die Verkehrsinfrastruktur stark geschädigt worden. Bahnlinien und Straßen sind teils ersatzlos weggefallen. Hier müssen wir uns noch anstrengen, Verlorengegangenes zeitgemäß zu ersetzen. In den Fokus gehören da der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Düren und Aachen, allein schon um die zunehmenden Warenströme aus den Zara-Häfen bewältigen zu können.
Die Schließung der Schienenlücke zwischen Linnich und Baal gehört ebenso dazu wie die baldige Wiederinbetriebnahme der Bördebahn und nach Beendigung der Braunkohleförderung die Anbindung und Nutzung der Grubenbahnen. Daneben brauchen wir auch den Ausbau eines guten Radverkehrsnetzes in der Region. Bei der Umplanung des Tagebau Garzweilers müssen wir unverzüglich die Ortschaften am Rand des Tagebaus in den Blick nehmen. Die Städte Mönchengladbach, Erkelenz, die Gemeinden Jückchen und Titz schließen sich zu einem Planungsverband zusammen. Hier muss gestaltet, gefördert werden, unmittelbar und schnell, um lebenswerte Dörfer zu erhalten und Zukunftsaussichten den Menschen vor Ort zu bieten. Einen ersten Plan mit innovativen Ideen und Möglichkeiten, auch zur Freizeitnutzung, zum Wohnen an und im Wasser, liegen bereits mit Fördermitteln des Landes vor. Dies muss von der neuen Landesregierung unmittelbar angegangen werden. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Piraten, wir brauchen keine neue Stadt in der Fraktion. Wir haben bereits alles, was wir benötigen, um die Region zu einer Vorzeigeregion zu machen und neu aufzustellen. Dazu bedarf es nur Ideen, Konzepte und das Gespräch mit den Kommunen vor Ort. Dem Kollegen Hachen, ich sehe ihn jetzt gerade nicht, meinen herzlichen Dank. Und ich denke, wir werden uns zu dem Thema der Innovationsregion Rheinischen Reviers oder den Folgen des Bergbaus sicherlich an der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und allen Kollegen und Kolleginnen auch ein auf Wiedersehen, frohe Ostertage und ja, vielleicht bis bald. Vielen Dank, Frau Kollegin Zentis. Seien Sie doch so lieb und bleiben Sie noch einen Moment vorne. Denn dieses kleine rote Display hinter Ihrem Wasserglas signalisiert Ihnen bereits, es gibt eine Kurzintervention. Und die kommt von Herrn Kollegen Düngel. Der hat jetzt bis zu 90 Sekunden Zeit. Bitte schön. Ja, keine Sorge, die nutze ich nicht aus. Ich will das auch gar nicht in die Länge ziehen. Mich interessiert eins, ich habe den Eindruck, dass die Positionen, die Sie gerade auch dargestellt haben, durchaus von früheren Positionen hier im Landtag abweichen. Zumindest erkenne ich das an dem Abstimmverhalten, was Sie teilweise hatten. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie unsere Fraktionssitzung verfolgt haben. Das finde ich ja sehr löblich. Jetzt würde mich noch interessieren, ich würde das bei Ihnen auch gerne nachvollziehen können. Wie kann ich mir Ihre Fraktionssitzung, also wo finde ich die im Stream? Ich finde einfach auf Ihrer Webseite nichts. Das ist also nicht die Art von uns, diese Fraktionssitzungen ins Netz zu stellen. Und wenn ich mir Ihre da betrachtet habe, da möchte ich lieber nichts zu sagen, welche Qualität das hatte und wie Sie diesen Antrag diskutiert haben. Applaus